Ah, den mag ich. So, aber erstmal gehen wir ganz kurz schlafen und machen auch den nächsten Tag. Und dann durchsuchen wir die Stadt. 80 Goldmünzen, seid ihr denn verrückt? Ich hab doch kein Geld, Mensch. Hab doch mal Mitleid. Hier gibt es sehr viel zu holen in der Stadt. Sehr, sehr viel. Schade, ich hätte echt gerne Flinkheitssamen. Starke Arznei. Was hast du sonst noch? Bisschen Gold. Da ist noch irgendwas. Schränke. Eine Mini-Medaille. Ich glaube, wir haben aber auch noch nicht so weit, dass wir wieder zurück zur Prinzessin Mini können, oder? Ich weiß das nicht. Ich habe die Mini-Medaillen auch ehrlich gesagt alle erst nach Endgame gemacht. Besonders wenn wir nachher Möglichkeiten haben, besser zu reisen. Dann habe ich das erst gemacht. Weil so ist es echt. Boah. Da muss ja überall hinlaufen, weißt du? Willst du ja nicht. Bist du nur von Monstern angegriffen und kannst dann nicht fliehen. Hier gibt es übrigens noch eine Nebenquest in diesen. In dieser Welt hier, in dieser Herberge. Reisegewand. Braucht doch auch keiner mehr. Schöne fette Rüstung oder so. Warte mal, wo wir eigentlich mal hier sind? Da wir ja gerade nicht kämpfen. Ich glaube, da war das so. Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher. Wir kämpfen ja gerade nicht. Wir machen gerade nur Laufarbeit. Deswegen können wir Yangos die Axt abnehmen und vielleicht eventuell die Banditenaxt nämlich herstellen. Sobald ich weiß, war das nämlich Eisenaxt plus Banditenschlüssel. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Wir probieren es aus, sonst fliegen die Zutaten wieder raus. Shit. Ah, was war das denn? Ah. Müsste doch hier stehen. Eine Kampfaxt. Ah ja, na gut, haben wir nicht. Können wir die Kampfaxt hier kaufen? Verdammt. Ich dachte, die Eisenaxt wäre das, aber gut, das wäre vielleicht zu viel verlangt. Es ist die Kampfaxt. Ah, Mann. Ausrüsten. Wir brauchen auch unbedingt neue Waffen. Oh, wir brauchen im allen. Müsste ich mich vielleicht echt offscreen mal hinsetzen und echt ein bisschen leveln, wa? Weil wir brauchen wirklich Level. Das ist echt wichtig derzeit. Weil wir festhängen sonst. So, da ist ein Waffenladen. Kriegen wir zufällig in dem Waffenladen eine Kampfaxt? Ich bin mir nicht sicher. Aber vielleicht. Kampfaxt. Na, ist ja auch mal was. Silberpanzer. Oh, der Silberpanzer hier. Guck mal. Der hat Verteidigung. Feindliche Zauber angerichtete Schaden um 20 Punkte senken. Oh Gott, ich habe kein Geld. Ich habe eine Monstermünze. Eine Monstermünze. Toll, für 1000. wo kriege ich denn jetzt Geld her, verdammt? Warum zum Teufel haben wir kein Geld? So, Stahlschild haben wir ja auch derzeit noch. Lass mich wenigstens die Kampfaxt kriegen, ganz ehrlich. Damit wir die Banditenaxt herstellen können. Behalte mal eine frische Milch. Milch kriegen wir sonst auch überall so. In der Welt. Da müssen wir nur Kühe für finden. Kuh. Kuh müssen wir finden. Cool. Ich glaube, ich keine Entwicklung. Entwicklung. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nichts mit den Adlerdolch. Weiß ich alles leider nicht. Eisenrüstung weiß ich gerade auch nicht. Ich habe leider nicht nachgeguckt. Stahlbreitschwert. Können wir kaufen sonst. So. Was bringt denn dieser Weißschimmel und Rotschimmel? Nicht sehr viel, shit. Nicht so, dass wir davon leben können. Wundermittel lasse ich auf jeden Fall. Das ist sehr wertvoll. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas aus dem Tänzerinnenkostüm machen können. Bronzeharnisch, Eisenrüstung, ja. Okay. Ich kaufe ihn auf jeden Fall die Kampfaxt. Das ist erstmal sehr wichtig. Oh Gott.
Ja. Ich kann die zwar nicht tragen, aber ist ja egal. So, und danach können wir nämlich aus der Kampfaxt können wir nämlich die Banditenaxt machen und dann hat er schon mal eine echt gute Axt bekommen. Dann brauchen wir nur noch die Riesenrüstung und was weiß ich alles. Also man kann nachher echt gute Sachen herstellen. So, Kampfaxt plus den Banditenschlüssel ist gleich Banditenaxt. Ich brauche Geld. Wo krieg ich Geld her? So, dann lassen wir das mal brodeln. Dann kann das nämlich jetzt schon mal brodeln. Wir müssen auch vielleicht ein paar berüchtigte Monster einfach jagen, um einfach auch da die Punkte von zu bekommen. Wenn wir jetzt gleich da eine was öffnen, ne, und der hat da die Kampfaxt drin, ne, dann kriege ich aber einen Hut. Dann kriege ich einen Hut. Zauberhut. Ja, gut, eine Eisenaxt. Hast du Glück gehabt, Junge. Hast du Glück gehabt. Nichts, sonst nichts. Warum lagerst du eigentlich eine Eisenaxt, aber hast gar keine Eisenaxt im Angebot? Are you trolling? Reinkommen und direkt von der Wand stehen. Geil. Klumpen Lapppulver. Alles für Käseherstellung, aber wie gesagt, Käse ist nicht so wichtig. Finde ich so persönlich. Da ist sonst auch nichts. Das Kind steht hier und will Sumo-Resseln. Sumo-Resseln vor allem. Resseln nennt man das auch. So, sonst ist nichts weiter. Weiter geht's. Also mindestens... Oh, wir müssen noch echt viele Level steigen. Gott. So, hier gibt es... In dem Haus gibt es nämlich einen kleinen Secret Dungeon. Secret? Kann man sagen Secret? Ja, weiß ich nicht. Also ich finde schon, dass man sagen kann, dass er ein bisschen Secret ist. Es kann sein, dass die Leute das dir hier irgendwie sagen, dass sie irgendwelche Vorfälle haben. Aber wir gehen da auch nicht rein, weil der Dungeon... Ich weiß noch nicht mal, ob wir da reinkommen derzeit. Weil der halt stark ist. Ist halt ein hartes Stück Dungeon da. Was ist das jetzt? Ausgang oder was? Bombe. Weil da drin warten härtere Gegner auf uns. Deswegen, ich weiß nicht, ob das erst nachher kommt. Dass der freigeschalten wird. Da muss man nämlich in der Nacht in dieses Haus rein. So, war ich denn jetzt schon noch nicht da, glaube ich. Sagt die das? Mein einziger Sohn Lorenzo ist zurzeit auf einer Weltreise. Es ist gut für junge Leute, in jungen Jahren auf Reisen zu gehen, damit sie ihren Horizont erweitern können. Ich hoffe sehr, dass aus ihnen einmal ein sehr bedeutender Mann wird. Hofft man das für seine Kinder, dass sie bedeutend... Ja, bedeutend halt, ne? Kommt drauf an, für wen bedeutend. Für den Partner ist man bedeutend. Was ist das jetzt? Lass mich raten, Balkon. Aber ist man bedeutend für die Menschheit? Ab wann wird man für die Menschheit bedeutend? Wann ist man denn für die Menschheit was wert? Wenn man was Tolles erreicht hat? Aber was ist was Tolles erreichen? Krankheiten heilen, finde ich persönlich, ist gut, ist Tolles erreichen. Dann hast du was erreicht. Wenn du jetzt sowas herausfindest wie Krebsheilung oder was weiß ich, dann hast du was Bedeutendes erreicht. Denn, ne, bist du wirklich was Wichtiges. Oder was weiß ich, neue Technologien, die... Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was neue Technologien sind. Weil haben wir ja noch nicht, ne? Keine, sind ja noch neu. Nein, ich weiß nicht so ganz. Was ich mir unter neuen... Was kann man noch Neues haben an Technologien? Das ist natürlich auch die Frage. Ich meine, ich glaube, es ist sehr schwer, derzeit Erfinder zu sein. Ich weiß nicht. Kann man noch gut erfinden? Ich meine, Sachen erfinden ist doch schwer. Weil man hat, es gibt doch schon alles auf der Welt. Es gibt schon alles auf der Welt. Man braucht nichts mehr erfinden. Ich meine, damals gab es sowas nicht. Da hatten die keine Elektrizität. Aber gut, da kannten die das natürlich auch nicht. Das ist so ein bisschen schwierig.
Ein Haarband, toll. Schon das dritte, was wir dabei haben. Voll die Sammlung. Hi Mädel. Gegengift. Warum hast du ein Gegengift in deiner Küche? Nichts. Nur ein Gegengift. Naja, wie gesagt, ein Gegengift da drin und kein Gift. Mein Gift in der Küche haben? Wobei, das versüßt das ganze Essen. Es wird natürlich 10-mal süßer, wenn du, naja, Gift isst. Und mit reinmachst. Da muss was Besonderes sein, die war versteckt. Toll. Husefuck braucht Mini-Medaillen. Kühlenkäse. Kann man die auch gut verkaufen? Ich denke gerade nur daran, dass wir diesen Silberpanzer für Verteidigung brauchen. Oder dieser Silberharnisch oder wie der hieß. Den brauchen wir für die Verteidigung, unbedingt. Können wir den herstellen? Können wir den herstellen? Oh, ich habe nichts. Ein Turban. Oh, ich habe nichts, was Silber ist. Ich muss nachher unbedingt mal... Ich habe es mir immer noch nicht aufgeschrieben. Ich weiß auch nicht. So, das war die Stadt. Fürs Erste. Sieht ja noch sehr leer aus Gründen der... Ja, in die Kirche brauche ich jetzt nicht gehen, oder? Da irgendwo ist das Schloss. Wo ist das Schloss? Warte. Das ist das Schloss. Oh, was ist das hier nochmal? Ist das die Kirche? Nee. Die Kirche stand da hinten. Keine Ahnung gerade. Das wirkt wie eine Kirche. In der Kirche findest du meistens nie irgendwas. Niemand hat irgendwas in Kirchen. Oh, da liegt was. Da gibt es bestimmt was. Ein Lederumhang. Hm, war klar, dass es in der Kirche nur Leder gibt. Ich dachte gerade, da wäre ein Hebel. Ich war gerade kurz auf Tomb Raider. So, oh, geilen Hebel. Können wir ihn abhebeln? Ich weiß nicht, was ich hier soll. Hier gibt es nicht wirklich irgendwas. Außer eine fette Orgel, aber sonst. Also mehr als ein Orgeln können wir uns hier nicht, wa? Gut, dann gehen wir mal den König und den Prinz Charmless besuchen. Man kann nur bei Tag in die Burg. Gut, ich glaube, in jede Burg kannst du nur bei Tag. Natürlich rauben wir sie erstmal aus. Natürlich. Was habt ihr denn erwartet? Ich meine, er hat schon ein prunkvolles Schloss, ne? Er lebt hier schon ein bisschen auf großen Fuß. Da ist was fertig. Bessere Axt für Yangos. Eine viel bessere Axt für Yangos. Geil. Banditenaxt. Ein sehr seltener Gegenstand. Oh ja. Wollte ich mal ganz kurz gucken. Steht hier nicht, verdammt. Bin mir nicht sicher. Ist richtig, alles klar. Ist doch richtig. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. So, jetzt wollen wir natürlich erstmal die Axt Yangos geben. War vorher bei 140, jetzt bei 159, also toll. Nichts, nichts, nichts. Hier ist überall immer nur großes Nichts. Eine Mini-Medaille. Jetzt haben wir aber schon
wieder wirklich welche, dass wir mal hingehen können, wa? Aber jetzt nicht. Vielleicht dann, wenn wir auch den Zyklopen da holen können. Hm, das wäre vielleicht eine gute Idee. Okay, die Küche. Hier geht's raus und im Kreis laufen und nach oben. Ah, der junge Prinz Charles. Merkt euch dieses Bild. Er ist ein bisschen hübscher dargestellt, als was er in Wirklichkeit aussieht. Sagen wir es mal so. Nett ausgedrückt. Förmlich ausgedrückt. Ich finde den Prinzen so cool. Ich weiß nicht warum, ich feiere den einfach. Ich feiere das einfach, ich finde das cool. 50 Gold. Lapppulver, toll. Da ist wieder was. Ein Stärkesamen. Kann ich bald auch verbrauchen, die Stärkesamen. Viel mehr Stärke. Oh. Ist übrigens ein riesiges Schloss, ne? Falls es. Also. Das ist wirklich. Monströs. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich bin. Ich habe ehrlich gesagt mich ein bisschen verlatscht. Oh, das ist die Schatzkammer. Da dürfen wir noch nicht rein. Da wartet, glaube ich, der Spiegel auf uns. Okay, die Schatzkammer haben wir schon mal gefunden. Das ist ja auch schon mal was. Dum, 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 da. Da, 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 die, du, die, 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 dumm. Die, dumm. Mit einem eigenen Fluss im Schloss, oder? Das ist ein Prolet. Das ist ein Proletenkönig. Aber hübsch gestaltet ist es trotzdem. So, dann gehen wir wieder rein. Draußen gibt's nichts mehr. Hallo Prinz. Hey da, wer seid ihr? Ich glaube nicht, dass ihr zum Bürgerpersonal gehört. Wir gehören... Wie könnt ihr es wagen, ohne Erlaubnis das Gemach eines königlichen Prinzen zu betreten? Wisst ihr nicht, mit wem ihr es zu tun habt? Also wirklich, was für eine Dreistigkeit. Ich könnte sofort Wachen herbeirufen, wisst ihr? Wenn ihr von ihnen nicht grob angepackt werden wollt, würde ich vorschlagen, dass ihr meinen Gemach auf der Stelle verlasst. Ja, er ist nicht mehr ganz so der der coole Prinz auf dem Bild. Wir rauben ihn trotzdem. Er hat 30 Goldmünzen dabei. Was bist du denn für ein Prinz? Oh, guck mal, hier ist noch eine Tür. Wir verlassen natürlich sein Gemach. Mein Gott. Voll die Diva, ey. Er ist arme mit dir, Alter. Er muss mit dem Ding verheiratet werden. Das ist schon scheiße, oder? Eine Mini-Medaille. Oh Gott, hier alle haben Mini-Medaillen dabei. Alle. Es gibt keinen, der keine Mini-Medaillen hat. Okay, wir können da noch höher. Oh Gott. Wie hoch können wir noch? Oder war hier der Spiegel drin? Ich weiß das nicht mehr. Wir werden... Den... Wo geht's hier hin? Eigentlich ja nur wieder raus, ne? Waren wir hier schon mal? Ich bin verwirrt. Der König wohnt bestimmt ganz oben, oder? Achso, das ist nur ein Balkon. Ein Balkon. Hier geht's schon wieder raus. Oh Gott. Wie viele Balkone hat er? Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Hier ist noch ein Turm. Rein, raus, hoch, runter, links, rechts. Bläh. Also in dem Haus würde ich mich aber verlaufen. Da bin ich mal ganz ehrlich. In dem Haus würde ich... Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Alter, oha, so eine Treppe ohne Geländer bauen, ey. Sind die bekloppt? Kannst du doch ein Geländer hinsetzen. Kann doch jeder runterfallen.
glaube, wir sind ganz oben angekommen. Coole Aussicht, ne? Ich bin sehr gerne Wassersoldat. Das macht viel Spaß und die Aussicht ist einfach großartig. Der einzige Nachteil ist, dass es im Wind leicht kühl wird. Aber kannst du sagen, was du willst, es ist echt eine schöne Aussicht.